Hallo zusammen, heute zeigen wir euch eine digitale Körperfettwaage. Was sie alles so kann, zeigen wir euch nach dem Intro. Die Firma Renpo hat uns eine Waage gestellt, dass wir sie mal testen und für euch ein paar Infos drüber sagen können, wie sie so ist und was sie so alles kann. Und das haben wir natürlich dankend angenommen. Modell ist hier das ES26M, auf Amazon sehr, sehr gut bewertet mit, ich glaube, 4,5 Sternen und zigtausend Kommentaren und auch relativ guten Bewertungen. Also das schon mal vorneweg, die Waage ist gut, liegt um die 30 Euro aktuell mit einem Gutscheincode. Könnt ihr da auch ein bisschen Geld sparen, den blenden wir euch auch bei uns in der Infobox ein. Vorneweg schon mal, wenn euch das Video gefällt, lasst uns natürlich ein Like da und abonniert auch unseren Kanal. Kapazität von der Waage sind hier 180 Kilo. Sie ist App-steuerbar, wie wahrscheinlich heute fast jedes Produkt. Über Bluetooth verbindet sich die Waage mit eurem Smartphone und dann über die App kann sie verschiedene Sachen auslesen. Hier schon mal ein kleiner Übersicht, was die App alles kann. Wir blenden euch das dann aber auch gleich nochmal etwas größer ein, dass ihr das ein bisschen genauer im Detail sehen könnt. Ihr könnt natürlich die App auch mit euren Uhren, mit euren Fitness-Trackern koppeln. Das geht aktuell mit Samsung und Apple mit der Hilf-App oder auch mit der Google Fit oder Fitbit-App. Könnt ihr die alles dann synchronisieren und dann auch eure Daten auslesen. In der App könnt ihr natürlich auch mit euren Freunden dann eure Ergebnisse teilen, je nachdem, ob ihr jetzt zum Beispiel Körperfett oder andere Daten, wie ihr euch da verbessert, um da so einen kleinen Wettkampf zu machen, ist, glaube ich, unter Sportlern im Fitnessstudio oder sowas, denke ich, schon ganz cool. Ansonsten ist es eine Frage, ob jeder unbedingt alles in dem Falle wissen muss. Hier haben wir mal einen Test gemacht, um euch einfach die App zu zeigen. Ich kann gerade mal aktuell auch nochmal neu das einfach aufnehmen. Ihr habt hier 4 Sensoren dran, die an euren Füßen dann natürlich messen. Wichtig ist natürlich, die Socken auszuziehen, sonst kann die Waage das nicht machen. Ich zeige es einfach mal. Ich nehme mal gerade meine Hände bzw. meine Finger. Über Druck auf die Waage scannt die jetzt euer Gewicht. Das Handy hat auch schon reagiert und misst den Wert. So, jetzt natürlich, wenn man so wiegt, ist es klar, sagt die App schon, komischerweise hat die Messung einen stark veränderten Wert festgehalten. Ob das so stimmt, ich sage jetzt einfach mal ja. Und jetzt haben wir hier oben das aktuelle Gewicht, dann auch den BMI, Körperfett und alle Daten auch aufgelistet. Ich wusste auch irgendeinen Wert nicht, musste dann erstmal googeln, was das überhaupt bedeutet. Braucht ihr noch nicht mal, ihr könnt sogar auf den Wert jetzt hier drauf gehen, zum Beispiel hier Skelettmuskel. Wenn euch interessiert, was ist das, wird euch hier unten auch angegeben, um was es sich hier dreht und auch in welchem Bereich ihr liegt. Also sprich niedrig, Standard oder hoch. Das gleiche gibt es natürlich auch im Gewichtswert. In der App an sich legt ihr ja ein Konto an, männlich, weiblich, Gewicht beziehungsweise Alter und auch Körpergröße. Danach wird ein Mittelwert oder Idealwert berechnet. Hier zum Beispiel jetzt bei unseren angegebenen Daten werden wir im Untergewicht und ihr seht auch, ab wann normal Übergewicht oder in der Fettleibigkeit man schon ist. Das ist also sehr, sehr gut aufgebaut. Die App ist sehr gut erklärt. Also das haben sie echt gut gemacht. Auch hier biologisches Alter wird mit 44 festgelegt. Geburtsdatum habe ich eingetragen, soll 36 sein, heißt also, wir sind älter, also von der Waage her älter, als wir eigentlich sind. Ist also wirklich sehr, sehr gut aufgemacht. Hier gibt es dann auch die Diagrammfunktion. Hier seht ihr dann über euren Zeitraum hinweg, wenn ihr euch täglich am besten natürlich wiegt, wie sich das Gewicht verändert hat. Das geht mit dem Gewicht, das geht mit allen Daten hier. Könnt ihr sehen, habt ihr euch verbessert, verschlechtert? Wie hat sich das Ganze einfach verändert? Also eine sehr, sehr schicke Übersicht, auch nach Monat oder Jahr aufgelistet. Das könnt ihr euch dann alles in der App direkt anschauen. So, hier gibt es natürlich auch von der Firma Renpro andere Waagen noch, die ihr testen könnt, beziehungsweise vielleicht irgendeine, die euch besser gefällt. Bei dem Modell, wie gesagt, ist so ein mittleres Modell, was wirklich gut funktioniert. Hier kommen, ich meine, es waren 3x A-Batterien rein, die ihr immer sehr gut wechseln könnt, falls sie leer sind. Es gibt aber auch Waagen mit einem integrierten Akku, die ihr dann über USB einfach laden könnt. Also hier gibt es für jeden das Richtige. Da einfach mal durchschauen. In unserer Infobox zeigen wir euch ja den Link und da sind dann alle Modelle aufgeführt.
Genau, hier könnt ihr auch euch ein Ziel setzen, was ihr vorhabt und auch ein Körperfett und dann über diese App natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen gereizt werdet, dass ihr dieses Ziel natürlich auch erreicht. Jo, so viel eigentlich zu der App. 13 Messwerte sind es, die die Waage komplett ausliest. Geliefert wird sie in einem sehr schlichten Karton, was aber generell sehr umweltfreundlich ist, also nicht sehr viel bedruckt ist. Auch schon mal ein Pluspunkt. Ich zeige es euch nochmal von der Rückseite. Hier hat sie vier feste Standfüße, die sich auch den Boden etwas angleichen, wobei hier schon die Waage natürlich auf einer ebenen Fläche drauf mal, also hinstellen soll, sonst misst sie ungenau. Hier unten drunter findet ihr dann das Batteriefach. Genau, es waren dreimal A-Batterien, die benötigt. Diese halten aber auch sehr lange. Die Waage geht ja immer automatisch aus, wenn ihr nicht drauf steht. Und wenn ihr euch drauf stellt, geht sie nach einer kurzen Zeit an. Das blenden wir euch dann auch noch mal ein, wie das Display aussieht. Das sieht man jetzt in dieser Kameraaufnahme nicht so gut, aber das zeigen wir euch noch. Falls ihr Fragen noch zu dem Produkt habt, könnt ihr die natürlich uns gerne in unsere Kommentare schreiben. Wir beantworten sie wie immer gewohnt sehr, sehr schnell. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut. Ja.